Ja, da läuft aktuell eben die Wahl der neuen Landesregierung. Peter Kaiser, der bisherige und wohl auch künftige Landeshauptmann, hat seine Stimme gerade abgegeben. Momentan sind die SPÖ-Abgeordneten an der Reihe. Frau Abgeordnete Manuela Lobnik. Wir haben hier einen Gesamtwahlvorschlag. Ich habe es schon erwähnt, da stehen insgesamt 14 Namen drauf, also die Namen der 7 Regierungsmitglieder. Peter Kaiser, Gabi Schaunig, Martin Gruber, Beate Brettner, Sarah Schaar, Daniel Fellner und Sebastian Schuschnigg. Und jeweils auch noch Stellvertreter, die Sie im Fall der Verhinderung bei Sitzungen vertreten sollen. Für Peter Kaiser ist das etwa Manuel Jug, der Vorsitzende des Zentralverbands slowenischer Organisationen in Kärnten. Für Gabi Schaunig Sandra Grutschnik, eine Gemeinderätin aus Ossiach. Für Beate Brettner ist Isabella Rauter, Ersatzmitglied, Bezirksfrauenvorsitzende aus Villach. Für Daniel Fellner ist das die bisherige Landtagsabgeordnete Patterer aus Kötschach-Mauthen. Für Sarah Schaar, Sabine Guckernick, Gemeinderätin aus Sachsenburg. Für Martin Gruber, Julia Löschnick, die ÖVP-Landesgeschäftsführerin. Und für Sebastian Schuschnigg, Brigitte Truppe, Agenturchefin aus Feldkirchen. Dieser Gesamtwahlvorschlag muss mit Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt werden. Das heißt, bei 36 Abgeordneten mindestens 19 Stimmen. Beide Parteien, SPÖ und ÖVP, haben zusammen 22 Mandate, werden also die nötige Mehrheit wohl sicher schaffen. Mitunter gibt es für die Regierungsmitglieder auch von anderen Fraktionen eine Art Vertrauensvorschuss. Diesmal werden wir sehen, ob das auch zustande kommt. Eher ist es nicht zu erwarten. Für uns gibt dieser Wahlvorgang auch die Gelegenheit, die führenden Köpfe der beiden Regierungsparteien ein wenig näher vorzustellen. Für die SPÖ ist es ja Peter Kaiser, der 64 Jahre alt ist und in seine dritte Amtszeit als Landeshauptmann von Kärnten gehen wird. Trotz des Minus bei der Wahl heuer im März ist die SPÖ mit 38,9% der Stimmen die stärkste Kraft im Landtag geblieben. Kaiser bleibt also Regierungschef. Und wir können uns, wenn die Regie es vorbereitet hat, das folgende Porträt von Birgit Rumpf-Puckelsheim anschauen. Denn neben der Politik gehört die Begeisterung von Peter Kaiser auch dem Sport.